Kapitel 35 Ohne Sinn und Verstand. Elementaras Blick verriet vieles. Offensichtlich hatte sie nicht damit gerechnet, dass Kell seinen Worten wahrlich selber so viel Bedeutung schenkte. Sie hatte sie eher abgetan, als ein Produkt von Wut und Frust. Doch auch ihr blieb nun nichts anderes mehr, als wahrlich eine Seite zu wählen. Wenn wir das dann geklärt haben, dann gehe ich. Seinen Worten folgend trat das Akani voran, wieder sein Ziel im Blick. Von Elementara kam fürs Erste keine Reaktion. Doch als einige Schritte getan waren, erhob sich eine Wand aus Felsen vor Kell aus dem Boden und überall um ihn herum. Sie ließ ihn alleine zurück. Ihn und Elementara. Kell, ich will dir gerne vertrauen und das Gute in deinen Worten und Taten sehen, aber merkst du nicht, wie schwer du es mir machst? Doch, das sehe ich. Denn genau wie Amagaga es geplant hat, weshalb solltet ihr ihm misstrauen, wenn ich die andere Option wäre? Euer allseits geliebter Leiter oder ein nahezu wahnsinniges Pokémon wie ich. Trotzdem mache ich es diesem Arschloch nicht so einfach. Dass er euch seine Lügen glauben lässt, nimmt mir nicht das Wissen um die Wahrheit. Es schien eindeutig, dass auch das regenbogenfarbene Pokémon nicht wirklich wusste, wie es hierauf reagieren sollte. Nun, zusammengefasst hast du es doch ganz gut. Nenne mir einen Grund, weshalb ich Amagaga nicht vertrauen sollte. So sehr ich dir auch vertrauen will, zumindest in Gedanken an Aurora. Du bist einfach geistig krank und das weißt du genauso gut wie ich. Dass Elementara nun Aurora noch als ein Argument nutzte, weckte nur weiteren Zorn im Teampartner dieser. Du redest so, als wärst du Auroras Freundin. Warum handelst du dann nicht danach? Schimpfst du dich wirklich ihre Freundin, während du versuchst, ihre letzte Hoffnung schwinden zu lassen? Kell, ich will genauso, dass es nie geschehen wäre wie du, aber Aurora ist tot. Was ich versuche zu tun, ist, ihren Teampartner nicht zu Epsilons Untergebenen werden zu lassen. Ich? Epsilons Untergebener? Ein Pokémon, das so etwas behauptet, hat kein Recht, mich als geisteskrank zu bezeichnen. Mit jedem gesprochenen Satz schien die Luft mehr zu kochen. Wie nennst du es sonst? Du befreist ein Mitglied seiner Plot-Elite. Du stellst dich gegen die Liga. Egal, ob deine Absichten nun gut oder schlecht sind. Du machst dich selber zum Feind. Weißt, was man in meiner alten Welt gesagt hat? Es leiden immer die, die die Wahrheit sprechen, welche die Gesellschaft nicht akzeptiert. Lieber würde ich sterben, als für Epsilon zu kämpfen. Aber ich bin auch bereit, im Kampf für das Richtige zu sterben. Und du glaubst also, dass es das Richtige ist, einen Kampf mit einem treuen Ligamitglied zu beginnen? Kell zögerte keine Sekunde, bevor er seine Antwort fand. Die Frage ist niemals, wer mir gegenübersteht, es ist immer das Warum. Wenn du versuchst, Auroras letzte Chance zu verhindern, dann bin ich auch bereit, dich zu bekämpfen. Für einen Moment zögerte Elementara wieder. Sie hatte nicht erwartet, dass Kell wahrlich so weit gehen würde. Zeigte es die Wahrheit in seinen Worten oder nur eine größenwahnsinnige Überzeugung von der Lüge? Kell, ich will nicht, dass es hier so weit kommen muss. Händige einfach Monagoras aus, dann ist alles gut. Zwar sprach sie diese Worte mit Enthusiasmus, doch im Inneren wussten beide, dass Kell niemals zusagen würde. Vielleicht ist er die letzte Chance, Aurora zu retten. Und falls das wirklich der Fall ist, dann kann ich nicht zulassen, dass sie ihn einsperrt. Von seiner Unschuld ganz zu schweigen. Wieder schwieg Elementara, ihr Blick nun auf den Boden gerichtet. In seinem Fokus war Kell nicht bereit für einen Geysir, welcher auf einmal aus dem Boden entsprang. Es tut mir leid, dass es hierzu kommen muss. Aurora, dieser Kampf ist für dich. Also gab es keinen Weg mehr drumherum. Ja, das ist der. Mit dem Brüllen, welches eines Löwen wie ihm würdig war, stürzte Kell sich in die Schlacht. Gegen die wohl berühmteste Kämpferin des gesamten Kontinents. Durch die gemeinsamen Erlebnisse wusste Kell bereits, worauf er sich einstellen musste. Auf eine Gegnerin,
gegen die jedes Pokémon immer im Nachteil war, egal welchem Typen es angehörte. Doch auch wusste er hatte es mit einer Ringkämpferin zu tun, mit Leib und Seele. In einem Duell, in welchem ein Gegner nicht bezwungen war, wenn er einen Kreis verließ, spielten Ausdauer und Defensivkraft eine deutlich größere Rolle als in der Liga. Gleichermaßen waren dies deswegen zwei Attribute, welche Elementara nicht ausgeprägt hatte. Jedoch musste der Kampf erst einmal lange genug dauern und Kell müsste genug Hiebe landen können, damit dies eine Rolle spielte. Elementaras schier endloses Attackenarsenal machte sie jedoch unvorhersehbar. Sich seinen eigenen Schwächen bedacht, überlegte Kell, was Elementara für Techniken beherrschen und gegen ihn nutzen könnte. Gerade beim Wassertypen gab es einiges, wovon Elementara auch viel nutzte. Deswegen entschied Kell sich bereits nach kurzer Zeit, sein eigenes Gestein zu nutzen, um sich erhöhte Standgelegenheiten zu schaffen. Sowohl Surfer als auch Erdbeben waren gefährliche Angriffe für das Akani. Beide könnte Elementara potenziell nutzen können. Schnell erkannte er auch einen grundlegenden Kampfplan des eigenartigen Pokémon, welcher eindeutig auf den Ringkampf ausgelegt war, aber auch gegen ihn effektiv war. So wenig Bewegung wie möglich. Sollte es Elementara ermöglichen, nicht in Fallen zu geraten und den Feind mit distanzierten Angriffen auf Abstand zu halten. Vor allem eine Frage stellte Kell sich, während er seine Steinsäulen als Schutzschild vor einer Aquaknarre nutzte. Welchem Typen gehörte Elementara wahrlich an? Dass es alle waren, konnte das Akani sich doch nicht vorstellen. War es ein völlig Unbekannter oder doch ein oder zwei Bekannte? Die große Leitfrage dahinter war natürlich, hatte Elementara eine Schwäche? Doch selbst wenn sie eine hatte, Kell kannte inzwischen eine ansehnliche Anzahl an Angriffen. Doch nicht viele Typen waren im Arsenal eines Monotyp-Pokémon vertreten. Während all dieser Theorien entschied Elementara sich, das Kampffeld zu verändern. Immer noch umgeben von einem Kreis aus Fels entschied sie sich, dass Kells Steinsäulen für ihren Erschaffer genug Platz bieten sollten. Ein heftiger Regentanz ließ Tonnen an Wasser aus dem Himmel in den Kreis hinabfallen und füllte das gesamte geschaffene Tal. Für Kell bedeutete dies Vorsicht. Wasser blieb seine verheerendste Schwäche und nun bestand fast das gesamte Schlachtfeld aus ihm. Jedoch konnte er auch aus dem Wasser heraus mehr Felsen erschaffen, welche ihm als Plattform dienen konnten. Auf einer von ihnen stand auch Elementara, den Kopf erhoben, mit einem unzufriedenen Blick. Offensichtlich hatte sie gehofft, dass diese Technik ihr bereits den Sieg bringen könnte. Jedoch änderte sie nun ihre Strategie. Anstatt weiter an ihrem Punkt zu bleiben, sprang sie sofort von der Säule hinab, in den von ihr nun geschaffenen See. Die Schwimmhäute an ihrem Rücken sorgten dafür, dass sie sich in den Fluten fortbewegen konnte wie die Wasserform ihrer Entwicklungsreihe, Aquana höchst selbst. Nicht nur hatte Kell somit viel Raum verloren, auch noch hatte Elementara Platz gewonnen, um sich fortzubewegen. Zudem war es recht schwierig, durch die Wasseroberfläche hindurch den Überblick zu bewahren und somit ein Auge auf Elementara zu halten. Schnell sprang Kell nun von Felsen zu Felsen, in der Hoffnung, so seine Verwundbarkeit gering zu halten. Schnell lernte er zu seinem Glück jedoch auch, was Elementara in dieser Taktik zurückhielt. Sie konnte nicht angreifen, solange sie sich selber im Wasser befand. Erst sobald sie mit Schwung hervorsprang und aus der Luft Angriffe schleuderte von dem Ort aus, an dem sie derzeit sein wollte, war es ihr möglich, offensiv zu bleiben. Dies machte ihre Angriffe relativ vorhersehbar und vor allem gab es Kell Zeit zu planen. Er hatte selber kaum Treffer landen können bis zu diesem Punkt. Nun hatte er zwei Möglichkeiten hierfür. Entweder musste er Elementara beim Herausspringen erwischen, was dadurch schwer wurde, dass sie sich meist Orte weit weg von Kell aussuchte, um anzugreifen. Oder er musste sich seiner größten Schwäche stellen und im Wasser kämpfen. Aber wie sollte er Elementara im Wasser bezwingen können? Es war ihr Element, nicht seines. Eine einzige Idee hatte er, jedoch die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass sie ihm sogar mehr schaden würde als Elementara selber. Aber letztlich war er doch derjenige von den beiden, der mehr aushielt, oder?
Letztlich gab es nur einen Weg, das herauszufinden. In seinem Kiefer begann Kell Spannung zu sammeln. Ein Kamikaze-Angriff mit Strom in die Fluten war seine beste Chance. Jedoch musste er abwarten. Würde er dies versuchen in einem Moment, in welchem Elementara gerade einen Angriff startete und sich somit außerhalb des Wassers befand, würde er damit eine Niederlage seinerseits garantieren. Genau deshalb wartete er. Er wartete, bis seine Gegnerin wieder einen Angriff startete. Schnell wich er aus und sofort sprang er ins Wasser, wo ihn ein Schock durchfuhr. Der gesamte Felskessel wurde von Elektrizität durchzogen, welche sowohl ihn als auch Elementara schockte. Sobald er endlich wieder seine Muskeln rühren konnte, paddelte Kell sofort wieder an die Oberfläche, um sich an seinem Felsen hochzuziehen und das Wasser zu verlassen. Ihm selber hatte seine Taktik mehr geschadet, als er vorher gedacht hatte. Doch was war mit Elementara? Diese Frage beantwortete sich nach Sekunden, als auch sie japsend aus dem Wasser hervorkletterte. Ihr Fell war von Brandflecken übersät und Funken gingen von dem Wasser aus, welches von ihr abperlte. Ihr Blick war schmerzverzerrt, doch Worte schienen für sie unnötig. Geschlagen geben wollte sie sich nicht. Stattdessen tat sie es Kell gleich. Ein Elektroball schlug auf der Wasseroberfläche ein, wodurch der gesamte Untergrund begann Funken zu schlagen. Für beide Pokémon gab es nun noch Steinsäulen oder die Niederlage. Und nun, wo alles andere umsonst schien, musste auch Elementara sehen, dass sie nicht mehr passiv bleiben konnte. Deswegen begann nun die finale Phase des Zweikampfes. Trotz ihrer Wunden sprintete Elementara sofort los, zu Kells Erstaunen, was ihn völlig unerwartet traf. Er wusste nicht einmal, was genau der Angriff war, welcher ihn traf. Doch alles, was ihn derzeit interessierte, war, dass er sein Gleichgewicht halten konnte. Jetzt war wirklich der Zeitpunkt gekommen, an welchem er etwas finden musste, was Elementara in die Knie zwingen könnte. Sie war offensichtlich beinahe am Ende durch die erfolgreiche Idee des Teamleiters Polana Vatras. Und schnell hatte sich Kell ausgemalt, wie er auch dieses Duell gewinnen könnte. Immer noch, trotz allem, war seine Gegnerin einfach zu agil. Jedoch griff sie nun viel häufiger direkt an, was sie dazu zwang, in seine Reichweite zu gelangen. Und deswegen war ein Konter genau, was Kell benötigte. Gleichzeitig wollte er noch etwas versuchen, noch einen Überraschungsangriff mit einer Attacke, welche Elementara von ihm nicht kannte. Und so setzte er auch diesen Plan sofort in die Tat um, kaum dass Elementara auf ihn zugerannt kam. Sofort nutzte das Arcani Erdbeben, was jede Steinsäule und auch Elementara ins Wanken brachte. Kell selber wusste natürlich, er müsste das Erdbeben schwach halten, damit seine einzigen Stehgelegenheiten nicht zerfallen würden. Und dies taten sie auch nicht. Elementara jedoch war geschockt genug, um nicht für einen Eisenschädel vorbereitet zu sein. Typ Stahl. Ein recht seltener und ungewöhnlicher Typ. Und, wie Kell an diesem Tag lernte, die einzige Schwäche des Typen Hoffnung. Sofort beim Aufschlag schien Elementaras Bewusstsein voll und ganz zu schwinden. Zu ihrem eigenen Glück. Denn mit ihrem Bewusstsein schwanden auch ihre Hindernisse, die Felswand und das Wasser. Alles, was auf diesem Platz nun verblieb, waren ein paar Pokémon, die verwirrt auf das Geschehen blickten. Ein paar Steinsäulen, Kell und eine regungslose Elementara. Ich hab dich gewarnt. Ich werde Aurora nicht aufgeben. Mit diesen Worten verschwand er und überließ Elementara ihrem Schicksal, im Gedanken, dass irgendwer ihr schon zur Hilfe eilen würde. Nun hatte Kell freien Lauf, freien Durchgang zu Auroras Haus. Es sollte das letzte Mal sein, dass er den Ort betrat ohne die Besitzerin. Elementara würde es verstehen, sobald sie die Wahrheit denn kennenlernte. Doch irgendwo im Inneren, so sehr auch Entschlossenheit und Wut die Oberhand hatten, realisierte Kell auch. Er hatte gerade die größte Kämpferin des Kontinents besiegt. Und wenn er es musste, um Aurora zu retten, dann würde er es wieder tun. Das Wiedersehen stand kurz bevor, da war er sich sicher.